wirklich toll. Und auch Stürmer. Was hat denn der für Statistiken hier? Ist ja auch so ein Dauerbrenner eigentlich bei mir im Team. 61 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen. Naja. Muss ich nicht verstehen, warum die alle so niedrige Werte haben. So, das ist 91 gegen 95. Was? 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 Okay. Na gut, dann würde ich. Aber wir lassen das so. Scheiß drauf. Wird schon passen. Was haben denn die für einen unsicheren Torwart drin, dass der so einen Schuss nicht sicher hat? Kommt. Wunderbar. Durch die zwei vergeigten Spiele haben wir uns so unten rein, also unsere schöne Aufstiegsposition so verschenkt. Können wir erstmal so lassen. Oh. Wo hat er den hergeholt? Oh, wir stehen wieder auf Platz 2. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Müssen ja ähnliche Spiele zu unserem Vorteil laufen. Und noch gerade noch Vierter. Naja.
Oh, schade. Oh, die haben nicht genug. Ah, schade. Und es geht weiter. Ah. Okay. Osnabrück 4 Punkte vor. Oh, Brøndby Kopenhagen. Nee, 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 nee. Union 9. Die sind auch ganz schön in der 2. Liga versackt, ey. Hätte ich nie gedacht. Obwohl die eigentlich noch einiges an Topspielern haben. Gerade hier so im Zentrum. Das heißt, wir müssten über außen spielen und wieder über rechts eher. Würde ich schon fast wieder so lassen wollen. Das lief ja jetzt so gut die letzte Zeit. Aber wir haben doch ein wenig Respekt vor denen. Das mal ausprobieren. Also das habe ich noch. Ich wüsste nicht, wenn ich das mal großartig gespielt habe, das System. Mal sehen. Ja, Gehaltserhöhung, ja, könnt ihr kriegen. Na, ach so, ich kann nicht mehr. Oh, mir brennt gerade mein Auge, ey. Verteidiger, da braucht er keine Kreativität, keine schnellen. Naja, könnte vielleicht gehen. Antritt, Ballbehauptung. Antritt vielleicht noch, wenn der so jemanden. Jemand, der hinterher spricht, gerade dadurch, dass wir jetzt in der letzten Zeit doch sehr offensiv spielen, oft mal. Schnelligkeit oder Antritt. Was hast du für Stärken? Manndeckung, Zweikampf, Aufbauspiel, Schusskraft. Ich glaube, da ist eher erstmal Antritt gefragt, hä? Dass der auf die ersten Meter nicht schon Boden verliert. Schade, dass Gori in so einem Formtief ist. Den habe ich eigentlich immer sehr gemocht, wenn der gespielt hat. 63 Spiele, 27 Tore, 12 Vorlagen. Plus, ich glaube, der hat es nicht vertragen, als ich dem den Typen hier vor die Nase gesetzt habe. Caio George, wo steht denn der jetzt momentan?
Naja, da fehlt aber noch viel dafür, dass ich 16 Millionen für den bezahlt habe. Hätten der bisher immer so gespielt. Scheiße. Ja, obwohl, das sind nur die 2 mal 4,5. Der Rest war eigentlich top. Kann man nicht meckern. Wenigstens noch ein bisschen Gegenwehr leisten hier. Fett abschlachten lassen. Was für eine Drecksvorstellung.